auch meine Schokoladenseite. Da weiche ich ihm schon auf, ne? Okay, heute machen wir einen Geschichtsbattle. Das heißt, einer fängt einen Satz an und der andere erzählt... Macht den zu Ende. Nein, nein, macht Was? Einen nächsten Satz Ach dran. So. Und keiner weiß, wo die Geschichte hinführt. Wo sie endet. Endet. Entschuldigung, du Korrigiererin. Besser, besser. Ich geh mir auf den Sack. Ach so, ja, dann fangen wir mal an. Okay, wer fängt an, du oder ich? Ich. Okay. Du darfst spontan sein und nicht nachdenken. Ja, dann los. Okay, los. Genau. Also. Lass mich sagen, was ich dir vorher gesagt habe, bevor wir drehen. Okay, eine Frau ist im Wald. Eine Frau ist im Wald. Mit ihrer kleinen Katze. Die sie an der Leine führt. Führt die Frau die Katze an der Leine oder die Katze die Frau? Das war so dahingestellt. Okay, gut. Sie ist auf dem Weg mit ihrer kleinen Katze zu einer kleinen Hütte. Dort ist eine riesige Maus auf der Lauer. Okay. Doch die Maus war nicht das Einzige, was riesig war. Sondern auch der Schwanz der Katze. Man muss pervers bei dir werden, wirklich. Sag ich doch mal, diese Katze hat einen Schwanz. Okay, Entschuldigung, das ist vielleicht auch eine Muschi, ne? Ja, die Muschi hat einen Schwanz. So. Okay, die Muschi hat einen Schwanz. Das ist gut, die Geschichte gefällt mir. Da muss sie doch, siehst du? Genau. Ja. Genau, der Riesenschwanz von der Muschi. Ja. Genau, hat die Riesenmaus gespürt. Okay. Die Maus hat sich erschreckt und versteckt sich jetzt in einem Loch. Die Frau hat das alles mitbekommen. Mhm. Entschuldigung, ich habe gerade Loch gehört. Okay. Die Frau hat das alles mitbekommen und fragt sich, warum ist hier alles so groß? Der Maus geht es anders, weil die denkt sich, warum ist er alles so klein? Nein. Okay, dann zurück. Lass noch einen kommen. Oh, für die Maus ist alles noch viel größer. Noch viel größer? Wie geht das? Die Maus ist doch schon so groß. Nein, aber die ist doch ganz klein. Aber die ist doch eigentlich ganz groß, die Maus, dachte ich. Warum? Weil du hast gesagt, das ist eine Riesenmaus. Ja, für die Katze ist die Maus riesig. Achso, ich dachte, das wäre voll das Monstervieh. Nein. Also, ja, die Katze ist ein bisschen. Siehst du mal, wie unterschiedlich mein Arm wird schwer. Ja, oh Gott. Ganz, oh, warte, siehst du? Du siehst gut aus, gefällt mir. Hast du, wie ich schmeiß runter. Okay. So. Hi. So, was ist jetzt mit der Maus? Ist die groß oder klein? Ist die große oder kleine Maus? Ist die Maus groß oder klein? Für die Katze groß, aber okay. Immer noch klein. Jedenfalls, nein, ich bin dafür, dass bei der Geschichte alles groß ist. Also so diese ganzen Tierchen sind im Wald irgendwie mutiert. So richtig Schwanz. Fette, große Muschi, großer Schwanz und großes Loch. Oh rein, das ist deine Geschichte. Mit dem Muschi und dem Schwanz und dem Loch hast du angefangen, ja? Das ist alles Interpretations... Freiheit, ja. Freiheit. Gut, jedenfalls alles groß, ja. Die Frau will natürlich auf den Grund gehen. Auch Interpretationsfreiheit, ne? Und herausfinden, warum alles so groß ist. Okay. Und dazu geht sie in ihren Keller. Okay, in diesem Keller findet sie einen riesigen Bottich mit Elixier drin. Was macht sie? Sie nimmt einen Schluck. Oh, und dann wird sie ganz klein. Ja, ist wohl so. Anscheinend wird sie ganz klein. Und fragt sich, warum wurde ich jetzt ganz klein und nicht ganz groß? Tja. Ja. Es wird fortgesetzt. Okay. Fortsetzung folgt. Bam. 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 Okay, ist ja gut. Tschüss.